Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Video auf unserem Kanal Alpine Momente. Geniale Stimmung, oder? Haben wir heute. Mörder ist das. Und was machen wir? Wir gehen über den Nordwestgrat auf den Fuscher Chorkopf auf für 3331 Meter in der Glocknergruppe gegenüber vom Großglockner. Ich bin nicht allein. Sebastian, Arbeitskollege von mir, ist auch dabei. Und hört es an, haltet euch gar nicht mehr lange auf. Viel Spaß bei der geilen Tour in der Glocknergruppe auf dem FKK. So eine Stimmung. Los geht's, auf los geht's los. Kampfsgolm, Stollen, Glück auf. Wir haben's. Ja, da gehen wir jetzt links auf die Basterzen runter und über den Hofmannsweg auf den Glockner. Wir machen heute den Fuscher Chorkopf, weil ihm da der Nebel noch so drinnen hängt. Da ist jetzt die Gamsgrube da rauf, Sonderschutzgebiet. Beim Nebel ist jetzt der Normalweg, irgendein Südgrad ist das. Auf dem Fuscher Chorkopf geht dann ja, bis auf 3,52 oder so rauf. Wir gehen jetzt noch gerade zurück Richtung Oberwalder Hütte. Aber da siehst du es eben. 2-3 Viertelstunden, gar nicht so weit. Jetzt sind wir da im Wasserfallwinkel, das ist da der Ende. Das Ende da vom Gamsgrubenweg und da geht es jetzt gleich weiter Richtung Oberwalder Hütten. Gehen wir noch ein Stückchen am Weg entlang und dann müssen wir irgendwann einmal nach rechts abbiegen in die Schortner, wo der Einstieg zum Nordwestgrat vom Fuscher Chorkopf ist. Da hinter uns oben ist die Oberwalder Hütten, das ist ein Stützpunkt hinten und da sind viele Gletscherkurse. Also für die Leute, die überlegen, ob sie mal einen Hochtourenkurs machen wollen, Oberwalder Hütten bietet sich super an. Direkt auf der Basterzen, größter Gletscher der Ostalpen, was willst du mehr? Und der kleine Tutten da hinten, der rausschaut, ist gar nicht so klein, das ist der Johannesberg. Für uns geht es jetzt da rein. Fuscher Karscharte, ca. 2,58 Meter. Wir müssen jetzt da rauf. Gehen da links rauf, haben wir gesagt. Dann in die Schorten. Ich glaube, das ist der Grat.
ist der Sebastian. Und da drüben Großglockner in die Wolken. Und da hinten oben die Oberwalder Hütte. Wir haben uns jetzt einen aufmagaziniert, gut gleich angelegt, Steigeisen auch angelegt. Und da oben seht ihr jetzt schon einmal in Nordwestgrad da rauf. Den machen wir jetzt auch. Auf der Kamera kommt der nicht so imposant rum, wie er tatsächlich ist. So, was sagt gerade vor das Leiter, Kollege? Gewaltig. Gewaltig. Das wird das Krasseste, was wir je in unserem Leben gemacht haben. Werden. Aufstieg zur Fuscher Karschwartner. Leichtes Gelände. Schnitterhofer. Jährig. Ja, Erdpulver. Meter zeigt die Uhr an. Das heißt, wir sind jetzt in der Fuscher Karschwartner da rauf. Das war nicht schwerer wie ein Einser. Also ganz eine einfache Kletterei, Kaxe leider rauf. Und da ist jetzt unser Grat, den wir machen. Sehr schön. Leck fett, ist das geil! Alter! Schaut euch das an! Ja, brutal! Mörder! Zustieg durch die Schotterflanke. Aus den Steigeisen heraus. Das Schneeviertel geht gar nicht bis zum Grat rauf. Nach wie vor einfach nur alpines Gehgelände. Dock und dahinter Wiesbachhorn, links von der Dock ist der große Bärenkopf. Wahnsinn! Wenn möglich, bleibe ich direkt am Grat oben, weil da alles ein bisschen kompakter ist.
gewaltig! Alter, die Stimmung da oben. Brutal. Ist entspannt da, oder? Nein, aber wir haben zuerst auch überlegt. Dann drängt es so ab, wenn du oben bleibst. Ja. Ja. Kamera läuft. Nach der Stelle hat es dann wieder Gehgelände. Grandiose Stimmung. Wieder so ein Kletterstuhl, also Kraxel. Schwerer wird es, schwerer wird es auch nicht werden. Schauen wir uns den mal an. Sebastian macht auf jetzt die Varianten. Ach so, und jetzt da raus, oder wie? So machst du das. It's epic! Nice!
ist der Normalweg auf der Südgrad. Wir werden da raufgehen. Ein bisschen eine Kraxelei. Okay. Das ist mindestens ein 8 minus gewesen. Eis! Richtung Gipfel!
it inside. Still rolling the dice, still open to find future for me. I'm still in this fight. I pray for the night to go easy on me. Bergheil vom Fuscher Korkopf, die Aussicht ist heute nicht so richtig atemberaubend. Die Aussicht ist grundsätzlich aber genial, gewaltig. Wir haben eine neue Schlüsselstelle drinnen im Aufstieg und im Abstieg nehmen wir auch eine Schlüsselstelle auf. Bis unten im Tal gibt es nachher wie immer ein Fazit, ein Resümee und dann wisst ihr, auf was ihr euch einlasst, wenn wir das machen. In dem Sinn, Bergheil und jetzt gehen wir euch. Möchtest du noch irgendwas sagen, Sebastian? Ich weiß nicht, habe ich noch was zu sagen. Ah ja, genau. Das war das Wachseste, was ich in meinem ganzen Leben da habe. Weiter geht's zum Nordwestgrat, wo wir aufgekommen sind. Und da sieht man Steinmandl. Da geht's jetzt an oben. Das Gelände da oben ist sehr einfach. Zum Aufpassen ist, weil da so viel lose Platten haben wir umlegen, das seht ihr sehr. Da vorne ist auch einmal ein Steinmandl. Aus eigener Erfahrung aus den letzten Jahren, wie ich damals da gewesen bin, man ist im unteren Bereich einmal verleitet, dass man, wenn man aufgeht, eher links in die Flanken reingeht. Also da muss man immer aufpassen, dass man schon einen richtigen Weg erwischt. Es ist sehr schlecht markiert. Tendenziell immer da bleiben, wo der Fels fester ist. Eine einzige Schotterwüste ist das da. Da hinten wieder Gehgelände und jetzt sind durch so eine Schotterflanken oben. Und noch einmal ist die versicherte Stelle. Ein Schotterhaufen, gell? Das ist jetzt die Stufe oben.
gewaltig. Da geht es in die Dampfskurm rein. Da darf man aber nicht runter, wie ihr es lesen könnt, Sonderschutzgebiet. Drum versichert, kurzer Gegenanstieg da oben, ist aber nicht schwer. Dann haben wir eine Seilversicherung in der ausgesetzten Passage, aber nur Gehgelände. Jetzt geht es da die Platten noch rein und die Straße, den Weg, sieht man schon. Schwierigkeiten hinter mir. Resümee machen wir nach unten. Wir zwei sind jetzt mittlerweile wieder herunten. Jetzt machen wir da gleich ein Resümee. Der Zustieg ist ganz lässig. Da geht man am Rand vom Gletscher. Vielleicht ist auch ein bisschen der Gletscher drunter. Wir sind nicht angeseilt gegangen. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn es Gletscher ist, dann war es natürlich nicht Lehrmeinung. Auf Fuscherkor Schorten. Maximal 1 plus. Muss man halt schauen, dass man da irgendwie richtig durchkommt. Da ist teilweise nass. Und ob der Fuscher Korschorten geht sicherlich noch 150 Höhenmeter mal ganz normal zu Fuß dahin, bis das das erste Mal zum Kraxeln ist. Also, das hat mich generell ein bisschen überrascht. Ich habe geglaubt, dass auf dem Nordwestgrat viel mehr zum Klettern ist. Nachher vereinigt sich der Nordwestgrat eben eh mit dem Normalweg. Es gibt am Nordwestgrat einige Schlinger, die drinnen sind, und ein paar Bohrhacken haben wir eben auch gesehen. Normalweg habe ich es auch gesehen nachher. Umum nichts Spaß. Sehr einfach. Sehr spektakulärer Blick in die Nordwand rein. Und generell oben das Panorama ist immer ein Traum. Grüß euch. Nein, das schneide ich jetzt nicht raus. Da seht ihr, dass wir auch brav gerissen sind. Also generell oben das Panorama ist immer ein Traum. Heute haben wir leider keins gehabt, aber dafür geniale Wolkenstimmung. Abstieg über den Normalweg. Ja, die schwierigen Passagen sind versichert. Ja, eben, also Markierungen gar keine. Das einzige Schwammandel ein paar. Und wichtig ist, dass man nicht zu sehr in die Flanken halt reingeht. So, bevor das die letzten Leute kommen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, das Kommentar für benutzen. Würde uns auch freuen. Daumen auf, Daumen oben, bewertet das Video, und wer nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, und wie immer da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Ciao, fertig! Fertig!